So, nochmal richtig Tür machen unter dem Kissen. Und wen haben wir denn da? Wir haben den adretten jungen Mann. Er ist Tänzer von Beruf. Und wir haben da der Großmutter ihren alten Teekessel. Den habe ich ihr gestohlen. Da habe ich ein paar Löcher drin vor. Habe etwas dran gelötet. Aber die Großmutter ist jetzt nicht allzu hässig, weil er kann immer noch pfeifen. So, das ist das eine. Damit unsere Tänzer kann tanzen, braucht es natürlich auch noch Musik. Jetzt haben wir da eine kleine Dampfturbine, die ist dort oben. Und die macht jetzt schon mal mit einer ganz kleinen Spieluhr macht die Musik. Und wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Druck geht auf den Kessel, dann greift man weg und ha! Meine Damen und Herren, der Hampeldampfmann als Tänzer. Und ich gebe zu, ja, Sie sehen, er ist nicht der allerbeste Tänzer, aber er ist immerhin besser wie ich. Das ist jetzt gut, oder? Es gibt keine Demonstration übrigens. Von mir. Der Hampeldampfmann erzählt euch aber auch, wie es dazu kommt, dass ihr die Hai eure Geräte in Steckdose reinstecken und nachher Strom habt. Das ist ja nicht so einfach so. Dafür braucht ihr Dampfturbine. In jedem Kernkraftwerk und in jedem Kohlekraftwerk ist eine Dampfturbine fast wie die da, nur ein bisschen grösser. Und unter dem Gläschen ist wie so eine Art Ventilator oder ein Windrädchen. Und was macht der Dampf? Er blast einfach nur so dagegen. Und schon haben wir aus Wärme, mit Hilfe von ein bisschen Wasser, Bewegungsenergie. Und so läuft auch der Hampeldampfmann. Der Hampeldampfmann, danke! Jetzt habt ihr einen Tänzer gesehen, wie der Kartampf.